20 Minuten Powernap mit asynchroner Doppelinduktion und chakrenaktivierender Hintergrundmusik. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Es kann sein, dass du eine gewisse Zeit der Gewöhnung an diese spezielle Art der Powernap brauchst. Dann wirst du aber erleben, sie beamt dich schneller weg ins Reich der Träume, ja, als du dir vielleicht erträumt hast. Damit du die Wirkung voll abgreifen kannst, nutze nach Möglichkeit Kopfhörer. Wenn du diese Powernap und über 100 weitere Powernaps auf deinem Handy haben möchtest, in einer leicht bedienbaren App, sogar ohne Internet dann abrufbar, dann geh jetzt mal ganz schnell auf schlafquickie.de, denn solange du noch gratis reinkommst, kannst du gratis drinbleiben, solange du möchtest. Jetzt viel Spaß mit dieser chakrenaktivierenden 20 Minuten Powernap in der Form der asynchronen Doppelinduktion wünscht dir Matthias Schwem. Powernap, deine inneren Akkus laden und gleich wieder in einer super Stimmung sein. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer und Begründer von Hypnoking. Erlaube deinem Körper jetzt für dich die Position zu finden, in der du besonders tief abtauchen kannst. Sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten dich wohl fühlen kannst, dich geborgen fühlen kannst, alles loslassen kannst, du bereits jetzt beginnen. Mit jeder Einatmung kannst du tiefer sinken. Mit jeder Ausatmung kannst du ziehen lassen, was du ziehen willst. Du alleine entscheidest, ob du meinen Worten folgst, deinen Gedanken oder es ganz anders tust. Mal so und dann vielleicht wieder anders. Du kannst deine Atmung wahrnehmen. Du kannst anderes wahrnehmen. Du kannst deine Wahrnehmung driften lassen. Du kannst deine Wahrnehmung treiben lassen. Du kannst alles, was mit deiner Wahrnehmung einhergeht, sich entspannen lassen. Soll es Gedanken geben, die dich begleiten wollen, die du aber ziehen lassen magst, wählst du dir einen virtuellen Stift aus. Am besten einen mit besonders starken magischen Kräften. Und mit diesem virtuellen Stift aufgeladen mit magischen Kräften schreibst du diese Gedanken auf eine schöne große Wolke. Lässt diese Wolke ziehen. Du kannst der Wolke nachschauen, wie sie aufsteigt, wie sie vom Wind davon getrieben wird, wie sie wegschwebt, wie sie kleiner wird und sich auflöst oder am Horizont verschwindet. All das kannst du nutzen, um noch mehr bei dir zu sein, abzutauchen, in dein innerstes Inneres, schon jetzt, lässt du ziehen, entspannst du. Wenn der Bogenschütze zurückkommt von der Jagd, nimmt er die Sehne vom Bogen
und entspannt den Bogen für ein längeres Leben. Ohne Spannung kein einsatzfähiger Bogen, keine erfolgreiche Jagd. Für die Entspannung wird die Sehne vom Bogen genommen. Und so kannst du deine Muskeln erlauben, all jenen Muskeln, die sich jetzt entspannen können, sich zu entspannen, loszulassen. Und bei jenen Muskeln, in denen du vielleicht noch eine gewisse Restanspannung spürst oder vermutest, kannst du ganz sachte etwas Anspannung reingeben, um sofort Entspannung geschehen zu lassen. Du spannst also sozusagen den Bogen minimal an. Dann darauf zu achten, dass du ihn direkt komplett entspannst. Du nimmst die Spannung raus, du lässt die Entspannung rein. Dabei kannst du ganz bei dir sein, entspannt. In die Ohren, tief und fest, kannst du tief und fest in dir ruhen. Denn du weißt genau, in dem Maß, wie du loslässt, beginnt dein Körper sofort damit, deine inneren Akkus zu laden. Denn dein Körper produziert zu jedem Zeitpunkt Energie. Und wenn dein Körper insgesamt weniger Energie verbraucht, als er produziert, weil du zum Beispiel entspannt bist oder tiefen entspannt, kann dein Körper diese wunderbare Energie des Lebens nutzen, um die inneren Akkus aufzuladen. Sicherlich sorgst du auch bei deinem Handy dafür, dass es immer gut aufgeladen ist, sodass es dir zuverlässige Dienste leisten kann. So wie auch dein Körper mit geladenen inneren Akkus kraftvollere Dienste dir zur Verfügung stellen kann. Du deshalb Eva entspannen, loslassen. Mit jeder Ausatmung Restanspannung ziehen lassen. Mit jeder Einatmung Eva sinken. Nach Eva in diese Entspannung eintauchen, loslassen, vertrauensvoll loslassen und im Kontakt sein, im Einklang sein mit diesem wunderbaren Energie des Lebens, die du in deinem Körper spüren kannst.
Ein Körper. Der sicherste Ort auf dieser Welt. Denn dein Körper ist genau das Haus, in dem du lebst. Dein Erden leben lang. Nichts auf dieser Welt kann deinem Leben mehr Schutz geben als dein Körper. Der einzige Ort, der deiner Seele, Erden, Leben geben kann, ist dein Körper. Du lebst in und mit deinem Körper, im Einklang mit deiner Seele. Kannst du noch mehr loslassen? Innerlich zurücklehnen, ziehen lassen, dich hineinsinken lassen, in diese so angenehme Entspannung. Dein Körper atmet für dich aus. Im Rhythmus der Natur. Mit jeder Einatmung atmet dein Körper Sauerstoff ein und damit Energie für deinen Körper. Mit jeder Ausatmung atmet dein Körper Kohlendioxid aus und nährt damit beispielsweise die Bäume, die genau jenes Kohlendioxid einatmen, um ihrerseits Sauerstoff auszuatmen. So atmest du ein, was die Bäume ausatmen. So atmest du aus, was die Bäume einatmen. Und so schließt sich dieser Kreislauf der Natur, wie so viele andere Kreisläufe der Natur, die der Mensch sieht, die der Mensch versteht, die der Mensch nicht sieht, die der Mensch nicht verstehen. So vieles funktioniert ganz wunderbar. Auch wenn das Auge es nicht sieht und auch wenn der menschliche Verstand es möglicherweise niemals vollumfänglich wird erfassen kann. Die Natur funktioniert im Einklang. Die Natur braucht keine Gebrauchsanleitung. Du bist ein Teil der Natur. Du lebst ohne Gebrauchsanleitung. Spürst du es, wie sich dein innerer Markus bereits weiter aufgeladen haben. Mit dieser wunderbaren Energie, die dir dein Körper zur Verfügung stellt. Bye.
Atmen aus. Dein Körper stellt Energie zur Verfügung. Dein Körper braucht Energie. Die Quelle gibt und gibt und gibt. Im Einklang. Deshalb kann sie immer geben. Aus der Fülle heraus. Ohne jemals leer zu werden. Die Quelle ist zum Geben da. Du bist für das Leben geschaffen. Für dein ureigenes Leben. Du darfst deine Energien spüren. Du darfst deine inneren Kräfte spüren. Du darfst deine inneren Energien ins Leben bringen. Du darfst dein Leben leben. Im Einklang. Und so wie die Quelle gibt, ohne leer zu werden, im Einklang, so kannst auch du geben, ohne leer zu werden, im Einklang. Und du kannst annehmen, das, was die anderen geben möchten, im Einklang. Würde die Quelle im Hintergrund nicht das was annehmen, was ihr zuteil wird, können sie im Vordergrund kein Wasser geben. Würde die Quelle versiegen. Und so darfst du geben aus vollem Herzen. Und du darfst annehmen. Und wenn Not herrscht, darfst du um Unterstützung bitten. Eventuell zwingt dich sogar dein Leben dazu, um Unterstützung zu bitten. Und dann darfst du das tun mit deinem guten Gewissen. Damit die Quelle sprudeln kann, musst du sie annehmen. Ein gewisses Vakuum, das durch die Quelle aufrechterhalten wird, kann der Quelle dienen, vorübergehen. In Zeiten der Knappheit etwas stärker das Wasser anzuziehen, sodass sie trotzdem geben kann. So und so ähnlich geschieht vieles wunderbar im Einklang mit dem Rhythmen der Natur. Du kannst wahrnehmen, wie sich deine geladenen Akkus anfühlen. Du kannst wahrnehmen, wie dein Körper wieder mehr zu Kräften gekommen ist. Du kannst spüren, wie sich der Energiezustand in deinem Körper wieder erhöht hat. Du kannst etwas tiefer einatmen und etwas tiefer aus. Du kannst deine inneren Augen öffnen. Du kannst mit den äußeren Augen wie eine neue Welt schauen. Du kannst noch tiefer einatmen. Und noch tiefer aus. Und du kannst dich ein wenig strecken und strecken. Und du kannst dich auf die nächsten wachen Stunden freuen im Einklang mit deinen geladenen inneren Akkus
und du kannst wahrnehmen, wie dieser erhöhte Ladezustand deiner Narkos deine Stimmung nach oben treibt, deine Stimmung trägt, sodass du mit deiner guten Stimmung, sodass du mit geladenen Narkos, sodass du im Einklang mit deinen Kräften wunderbare weitere Stunden deines Lebens genießen kannst. Viel Spaß mit den energiegeladenen nächsten Stunden deines Lebens wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Thank you.